Guten Morgen allerseits. Es freut uns sehr, dass wir Ihnen heute einen einzigartigen Schatz vorstellen können. Es ist nicht nur ein sehr wichtiges Zeitzeugnis aus den 60er Jahren, dem modernen Freiheitskampf der 60er Jahre, sondern es ist hochaktuell. Wir freuen uns, dass das Ehepaar Herr Linde und Claudius Molling diesen Schatz die ganze Zeit behütet haben und ihn jetzt der Südtiroler Freiheit zur Verfügung stellen, damit wir diese Original-Tonbänder auch einer breiten Öffentlichkeit in Südtirol und auch darüber hinaus zur Verfügung stellen können. Nach fast 50 Jahren ertönt jetzt zum ersten Mal wieder die Stimme des Südtiroler Geheimradios, sozusagen Radio Freies Tirol. Hier spricht die Stimme der Südtiroler Freiheitskämpfer. Hier spricht Radio Freies Tirol. Hier spricht Radio Freies Tirol. Wir grüßen euch Landsleute von Kufstein bis Salon. Tirolerinnen und Tiroler an Etsch, Eisack und Inn, hört die Stimme der Wahrheit für unsere gerechte Sache. Sie sehen, diese etwas rauschenden Bänder haben jede Menge Geschichte in sich. Wir haben diese ganzen Tonbänder digitalisiert. Wir werden sie jetzt, diese Sendungen sind ja damals einmal die Woche ausgestrahlt worden. Wir haben jetzt Stück für Stück diese Sendungen aufgearbeitet und werden das in alter Tradition sozusagen jede Woche eine neue Radiosendung auf unserer Homepage zur Verfügung stellen. Wir werden sie online stellen, sodass sie jeder nachhören kann. Und ich überlasse jetzt eigentlich gleich schon das Wort an die Hauptproponenten dieses geheimen Radiosender Radio Freies Tirol, Herr Linde und Claudius Molling, die ja damals ganz aktiv bei diesem Sender beteiligt waren und die Ihnen jetzt darüber berichten werden. Einen Sender zu haben, war schon von allen Anfängen an der Wunsch des BRS, weil man damit natürlich seine Botschaften weitertragen kann. Und da war es Jörg Klotz, der uns den Tipp gegeben hat, es gibt jetzt den Sender und er wird in Oberberfuss wird die erste Sendung stattfinden. Und dieses hat ein großes Aufsehen gemacht und dann hat sich die internationale Presse und das Fernsehen auch dafür interessiert und haben Berichte über diesen Sender gebracht. Und damit konnten wir unsere Botschaft eigentlich verlängern, verweitern, erweitern und das war genau unsere Absicht. Wir haben von unserer Wohnung aus einmal gesendet, weil die Wohnung liegt über der Stadt und es hat die Stadt sehr gut bestrichen. Und da war dann die Polizei bei uns im Haus, aber der Sender ist bei der oberen Haustür hinausgegangen und bei der unteren ist die Polizei hereingegangen. So war die Sache dann gut gelöst. Sie haben einen Sender in der Wohnung gesucht, fieberhaft, aber haben ihn nicht gefunden, weil der Siegfried Steger hat den Sender gerade oben beim Garten hinausgetragen. Es ist uns ein Anliegen, dass diese Zeitdokumente einfach nicht verloren gehen. Und es ist einfach wichtig, dass das digitalisiert wurde, weil es einfach ein bisschen einen anderen Blick auch auf den Südtiroler Freiheitskampf der 60er Jahre wirft, auch aufzeigt, wie aktiv man diesen Freiheitskampf auch von Nordtiroler Seite unterstützt hat, wie sehr man darum bemüht war, die Südtiroler in ihren Anliegen zu unterstützen. Und vielleicht, wenn die Hauptproponenten vielleicht noch kurz etwas hier zu diesem Gebäude sagen möchten, denn da gibt es ja auch eine ganz interessante Geschichte hier zu diesem Hotel Mondschein, was auch im Zusammenhang mit dem Freiheitskampf steht. Vielleicht, wenn das auch noch kurz gesagt werden kann, wäre es ganz interessant. Es war am 11. Juni 1961, da war da draußen noch ein Parkplatz. Es war schon auch ein Gastgarten, aber ein Parkplatz. Und auf diesem Parkplatz hat Heinrich Klier sein Auto gestellt und hat dort dann an die ausströmenden Freiheitskämpfer die Zündschnüre und den Sprengstoff verteilt und hat das Ganze dann so aufgewickelt, meterweise, und dann jeweils abgeteilt, abgegeben. Und so hat es natürlich unter anderem dieser Garten Mondschein auch seine Bedeutung. Zum anderen sind die Leute sehr viel da zusammengekommen. Muss man auch sagen. Es hatte auch meine Frau mit einem
vollen Koffer Sprengstoff in diesem Haus übernachten müssen, bevor sie ihn verteilen konnte. Allerdings bei diesem Verteilvorgang wäre sie bald in die Hände der Polizei geraten. Das heißt, sie war in den Händen der Polizei. Die Polizei hat den falschen Pass sofort erkannt. Und meine Frau im Auto Sprengstoff, ein Kind und vorne die MPs, hat sie müssen dann betend und zitternd mit diesen Burschen schäkern, so lang, bis sie gesagt haben, wer war. Trotzdem sie erkannt haben, dass der Pass ein falscher war. Das war beachtlich. Allerdings hat meine Frau dann nicht mehr lang mit dem Sprengstoff im Land herumfahren können, sondern sie musste beim nächsten geeigneten Masten den laden und im Himmel schicken. Das war halt, das war eine wilde Zeit. Ja, gut. Aber da war immer ein guter Ort für die Freiheitskämpfer. Ja.